Hallihallo und herzlich willkommen bei den Gamer-Freunden. Ich bin's, der Jens. Heute mal ein Video zu The Division 2, das sich vornehmlich an Neueinsteiger in 2023 richtet oder auch an Gelegenheitsspieler wie uns. Letzten Endes ist es ja so, ich habe ja vor einigen Wochen das Thema auf dem Kanal eröffnet mit einem sehr, sehr erfolgreichen Spiel, ob sich der Einstieg in The Division 2 im Jahr 2023 überhaupt noch lohnt. Das ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Mal gesehen worden. Also sehr beliebtes Video bei euch und die meisten haben mir durchaus auch zugestimmt. Daher richtet sich das Video, was ich heute mache, auch an euch. Es geht hier nicht um Profispieler, die mir jetzt hier unter dem Video wieder alle Einzelheiten erklären wollen, wie genau und am besten man hier Fortschritt erzielt. Ich möchte den Spielern, die Level 40 über Warlords of New York in Kürze erreichen oder in den nächsten Tagen oder Wochen, ich möchte euch dazu motivieren, die Story auch zu Ende zu spielen, weil dann geht es eigentlich erst in dem Spiel richtig los, aber das Ganze der Reihe nach. Zuerst einmal, Washington DC in sich betrachtet ist die maximale Stufe 30 Level und wenn ihr Warlords of New York euch als DLC kostenpflichtig dazu kauft, als Erweiterung, dann habt ihr maximal den Level 40 und den braucht ihr auch, um im Spiel wirklich danach auch Fortschritt generieren zu können, um Season Pass zu spielen, um die ganzen Herausforderungen zu spielen. Das ist schon mal eine wichtige Information aus meiner Sicht, denn das wird auch nicht jeder so auf der Uhr haben und den Level 40 aus Warlords of New York nehmt ihr dann auch wieder mit nach Washington DC, denn wenn ihr dort die Story durchgespielt habt, dann gibt es eigentlich in Washington DC wesentlich mehr wieder zu ergründen, zu machen und auch Fortschritt im Spiel zu erzielen. So, dann fangen wir mal an. Wir gehen jetzt mal hier rein und zwar Seasons. Das seht ihr eigentlich erst den Season Pass. Ihr seht es jetzt ganz oben rechts. Wir gucken mal mit Dreieck rein. Also den Season Pass. Ich habe den kostenpflichtigen Season Pass. Das sind die unteren Belohnungen, wo ein Häkchen ist. Ich habe also jetzt gerade mal vor einigen Tagen die Story Warlords of New York mit meinem Kanalkollegen auch zusammen beendet. Wir haben das Finale dort quasi gespielt und Stufe 40 habe ich auch erreicht und danach geht's von Warlords of New York nach Washington zurück und dann wird der Season Pass auch erst aktiv. Ich hatte mir den schon vor einigen Wochen, den kostenpflichtigen, gekauft und hatte mich tatsächlich immer gewundert, dass ich den nirgendwo gesehen habe. Das heißt, diese Anzeige oben rechts, die kriegt ihr im Prinzip auch erst ab Level 40 und Abschluss der Story Warlords of New York zu sehen. Ich hatte mir den, wie gesagt, schon gekauft und habe den nirgendwo gesehen und habe mich dann immer irgendwie gewundert. Und irgendwo ist dann auch eine kleine Info bei Ubisoft irgendwo auf der Division Homepage zu finden, dass der Season Pass auch erst dann freigeschaltet wird, wenn ihr Level 40 erreicht habt und die Erweiterung Warlords of New York. Ich bin mir sicher, dass das auch nicht jeder von euch weiß, gerade die Neueinsteiger und die Gelegenheitsspieler. Für euch ist das, glaube ich, schon eine echt wichtige Info. Wir schauen uns das nochmal an. Oben seht ihr immer die Belohnung, die es gibt für den kostenlosen Pfad sozusagen und unten für den kostenpflichtigen. Kriegt dann natürlich hier immer diverse Sachen. Darauf will ich auch gar nicht weiter eingehen. Das ist nachher dann auch alles selbsterklärend, was das auch jetzt dann alles bedeutet und was man da so farmen kann an Behältern, die man öffnen kann mit schönen Sachen, an Ausrüstungsgegenständen, an Waffenskins und so weiter und so fort. Eigentlich relativ üblich, was solche Spiele dann so auch als Belohnungen über Season-Pässe dann quasi ausspucken sozusagen. Und dann habt ihr natürlich auch hier immer Sachen, die ihr euch auch anschauen könnt. Ja, ihr seht es jetzt hier. Das sind immer zeitlich befristete Sachen. Ihr seht jetzt oben, nächstes Ziel verfügbar in 0 Wochen, 2 Tagen. Hier seht ihr zum Beispiel noch Sachen, die man aktuell noch spielen kann. Das sind dann immer noch, das sind immer Sachen, könnt ihr euch mal anschauen. Da könnt ihr auf X dann entsprechend gehen. Könnt ihr euch anschauen, was ihr da entsprechend so machen muss. Das sind also immer irgendwelche zeitlich befristeten Sachen. Ich öffne mal derweil hier einfach mal eine Truhe.
Das sind Pants, die ich bekommen habe. Ja, da gehen wir mal auf zu. Weiß jetzt gar nicht, was ich sagen wollte. Haben wir mal nebenbei geöffnet und gut ist. Ja, und hier könnt ihr euch dann im Prinzip schon mal raussuchen, was euch hier interessiert. Das sind also immer grundsätzlich so zeitlich befristete Sachen. So würde ich es einfach mal relativ allgemein formulieren. Wenn wir in den anderen Bildschirm reingehen, sprich in die Karte, dann sind hier meiner Meinung nach so insgesamt, zumindest für mich, eigentlich die interessantesten Sachen. Ihr könnt euch jetzt mal oben links ansehen, Fahndung ansehen, gehen wir mal auf L1. Hier bin ich gerade dabei, diesen Kollegen zur Strecke zu bringen. Ihr seht es jetzt hier links, ich habe von diesen Teilaufgaben West Potomac Park einen von drei Kontrollpunkten eingenommen. Ein Kopfgeldeinsatz steht noch hier zur Disposition und eine öffentliche Exekution muss ich abschließen. Dann habe ich hier ein kleines Teilziel erledigt. So funktioniert das dann mit den anderen auch und spätestens und nach diesen vier Teileinsätzen, die sich wiederum in mehrere gebündelte Einsätze oder mit mehreren Einsätzen dann noch gliedern, habt ihr am Ende dann zum Beispiel hier mit diesem Kollegen es zu tun und damit könnt ihr natürlich auch den Season Pass entsprechend grinden und XP farmen. Ne? Hier seht ihr dann auch Sachen Season Pass Projekt. Könnt ihr oben einfach bei Projekte reingehen. Ja? Also dann seht ihr auch hier, was es als Belohnung gibt. Hier seht ihr es zum Beispiel den Einsatz Roosevelt Island im Schwierigkeitsgrad schwer oder höher abschließen. Gibt hier nochmal satte 450.000 XP. Und so muss man eigentlich hier immer die Augen offen halten. Natürlich auch nach der Zeit, die man hat. Ja, hier ist dann Fahndung zu sehen. Oben seht ihr dann die Legende der Karte, ist auch geil. Und wie gesagt, ihr könnt euch auf der Karte umschauen. Wir können jetzt hier mal schauen. Das ist zum Beispiel die öffentliche Hinrichtung, die ich machen muss. Das ist, glaube ich, der erster Kontrollpunkt, den ich eingenommen habe von meinem ersten Teilziel. Ihr seht es ja jetzt hier, ne? Chunks rechts oben seht ihr das nochmal. Wenn ich die Sachen hier abgeschlossen habe, dann habe ich entsprechend ein dieser Sachen gefarmt und gegrindet und schön mir das ganze Zeug geholt. Ansonsten könnt ihr euch grundsätzlich frei natürlich in der Open World bewegen. Ja, also man kann das Ganze strukturiert angehen. Man kann auch das Ganze nach Lust und Laune angehen. Egal wie ihr es macht, den Season Pass, den bespielt ihr eigentlich immer mit eurem Spielfortschritt. Ich glaube, jede Stufe, wenn ich nicht ganz falsch liege vom Season Pass, das ist schon, wie ich finde, relativ happig. 700.000 XP ist der Fortschritt und da müsst ihr euch auch einfach anschauen, ja, habt ihr Lust, den Season Pass zu spielen oder nicht? Ich habe mir jetzt mal den Season Pass kostenpflichtig geholt. Aber ansonsten ist das Spiel tatsächlich so im Großen und Ganzen ab Level 40 so aufgebaut. Ja, also ihr müsst euch eure eigene Motivation in Gänsefüßchen ein Stück weit suchen, weiterhin am Spiel Spaß haben, denn die Story an sich ist ja mit dem Abschluss von Warlords auf New York so betrachtet erst einmal zu Ende, ja? Und das ist einfach die Message, die an Gelegenheitsspieler und auch an Neueinsteiger von euch gehen soll, ja? Also hier dann nach Washington zurückkehren und sucht euch einfach Sachen raus und wir können dann gerne auch noch mal ein weiteres Video machen, wie man zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad von diversen Aufträgen verstellt, um natürlich auch den Season Pass schneller leveln zu können. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Solche kleinen Tricks würde ich mal sagen. Es geht hier nicht darum, dass ich euch einen Profi-Guide dann damit an die Hand geben will mit den 20 besten Tipps, die ihr ever von irgendeiner auf YouTube in der Division 2 gehört habt, sondern ich möchte einfach meine und die Kanalerfahrung meines Kollegen, was Division 2 in dem Fall angeht, einfach weitergeben, wie wir das Game jetzt ab Stufe 40 weiterspielen. Ihr könnt ja mal gerne unter die
in die Kommentare und das Video reinschreiben. Fandet ihr das jetzt interessant? Fandet ihr das hilfreich? Wie gesagt, ein Video, was für Gelegenheitsspieler und Neueinsteiger konzipiert ist und einfach ein paar Informationen euch geben soll, wie das Ganze in dem Spiel hier weitergeht. Und wie gesagt, wie man hier ein bisschen effektiver und schneller leveln kann, das können wir ja gerne nochmal in einem weiteren Video aufgreifen. Ich glaube, das könnte ich dann auch gerne so nennen. Schneller leveln ab Level 40. Ich denke mal, dann wisst ihr auch Bescheid. Das ist dann vielleicht so ein bisschen auch nochmal so ein Anschlussvideo an das hier. Und ich hoffe, dass dem einen oder anderen hier auch die ein oder andere Information gefallen hat. Vielleicht habt ihr das ein oder andere so noch nicht gewusst oder euch auch selber die Frage gestellt, wie geht's denn eigentlich jetzt dann weiter? Lohnt sich das Spielen überhaupt noch? Klar, denn ihr könnt Ausrüstungssets in der Open World farmen, ihr könnt da auf richtige Wahrscheinlichkeiten gehen, aber wie gesagt, das können wir euch dann gerne nochmal in einem weiteren, Video zu The Division 2 zeigen, und zwar wie man ab Level 40 schneller leveln kann. Da werden wir, oder vielleicht macht es auch mein Kanalkollege, müssen wir mal sehen, da werden wir euch nochmal ein Video präsentieren, wie man die Schwierigkeitsgrade verstellen kann, was es da zu beachten gilt und wie man dann einfach schneller hier Spielfortschritt erzielt, ohne dass das Neueinsteiger und Gelegenheitsspieler überfordert. Leute, Dankeschön fürs Reinschalten. Lasst ein Abo da, wenn euch auch die Art von Content gefällt. Lasst einen Daumen da und dann wünsche ich euch eine gute Zeit auf unserem Kanal. Gerne auch zu anderen Videos, aber gerne dann auch wieder zu The Division 2. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.